Und jetzt schauen wir uns mal an, jetzt gehen wir mal diesen Fall durch. Also wir haben ja diese Rechnung von gestern, ihr erinnert euch vielleicht noch, der Kunde hat den Tisch gekauft und da ist noch was offen. So, jetzt hat er aber einen Tisch gekauft und wie das Leben das so will, haben wir zu diesem Tisch, gab es eine Aktion. Und also kam jetzt ein Mailing an die Firma und die Geschäftspartnerin von dem Kunden, die sagt, oh geil, jetzt haben wir diesen schwarz-weiß Tisch und da gibt es ja dieses grüne Jadeservice im Sonderangebot. Ich will dieses Jadeservice, das passt so schön auf den Tisch rauf, also ruft sie an, um das Ding zu bestellen. So, das allererste, was wir jetzt machen, wenn ein Kunde anruft, ist den Kunden finden. Ja. So, das passiert. Wir sind jetzt jetzt im CRM drin. Ja. Da oben mit dem Suchfeld, da gibt es eine Kurzform. Da sagen wir, welche Firma sind sie? Ja, ABC GmbH, gibt man ABC ein. Das ist, wenn man Müller-Meyer-Schulze heißt, kann das mal ganz schnell passieren, dass da ein paar hundert Einträge drin sind. Ja. Man kann hier zum Beispiel auch nach der Postleitzahl suchen. Ja, nimmt man die Postleitzahlsuche, das in der Regel, also sind die ABC aus der Dingsbums und der Straße, ja, oben Datensatz auf. Also da müsst ihr dann gucken, wie ihr die bei euch im System drin habt und danach könnt ihr dann suchen. Jetzt macht ihr die mit dem Doppelklick auf und da seht ihr schon, ups, da ist was offen. Woran merkt ihr das? Ja, das System weiß, dass was offen ist und lässt euch erstmal nicht in den Datensatz rein, sondern stößt euch erstmal mit der Nase da drauf, der Kunde hat nicht bezahlt. So, also seht ihr hier, okay, da war eine Rechnung über 700 Euro. Und davon sind noch 197 Euro, also die 100 sieht man gerade nicht, weil da der rote Balken drüber ist, da sind noch 197 Euro offen. Das kann was bedeuten, das muss nichts bedeuten. Aber egal, ihr habt jetzt die Info, ihr habt die Tante am Telefon, also jetzt muss man mal überlegen, wie geht man mit dem Ding um. Das müsst ihr auch euren Mitarbeitern mitbringen. Wir sind wieder in dem Teil, dass wir im Team richtig machen. Zuallererst, wenn ihr einen Kunden am Telefon habt, alles Mögliche ändert sich. Erstmal mal checken, ja, Daten pflegen. Also, wenn man regelmäßig mit dem Kunden spricht, macht man das natürlich nicht zweimal am Tag, aber auch mit dem länger nicht. Schaut man mal, stimmt das alles noch? Also, stimmt die Anschrift und so weiter noch. Ja, das ist der erste Schritt. So, dann schaut man, hey, stimmen denn die Perso-Daten? Ja, ist das dann noch alles richtig? Ja, also ihr könnt ja hier auch so eine Sachen machen wie ein Geburtstag. Also der Fridolin Fröhlich ist am 14.02.1998 geboren, 89 geboren, ist 31 Jahre alt. Ist ein Alterscheck, den wir mit drin haben, weil es gibt ja, was weiß ich, Sachen, die nur mit 16- oder 18-Jährigen gemacht werden dürfen. Das ist der Hintergrund. Ja. So, die Dora Diamant, die jetzt da drin ist, habe ich extra ihr Originalgeburtsdatum mal mit reingesetzt. Das ist tatsächlich der 4.3.1898, weil war die Lebensgefährtin von Franz Kafka. Eine der wenigen 1-Million-Fragen von Günter Jauch, die ich sofort spontan beantworten konnte, weil es auch mein Geburtstag, also ich kenne das jetzt zufällig so ein bisschen, mag auch Kafka. Ihr habt die Informationen dazu, ihr habt die Ansprechpartner dazu, ja, ihr übercheckt das, checkt gegebenenfalls auch nochmal die Kontaktdaten, kann ich sie, ist die Telefonnummer noch richtig oder was weiß ich, das sieht man ja auch auf dem Display, E-Mail-Adresse, kann ich sie darüber erreichen, sollte man alles immer pflegen, abchecken. Jetzt haben wir natürlich immer noch im Hinterkopf, hey, da ist eine offene Rechnung, ach so, nochmal zurück, ja. Das habe ich jetzt nicht mit drin, aber oben in dem gelben Balken seht ihr, dass die ABC GmbH ist. Ihr seht die 197 Euro Umsatz und ihr seht die 697 Umsatz und ihr seht das, was da offen ist. Ja, darum. Also die Frau Dora Diamant kann sich DSGVO-technisch jetzt nicht mehr dagegen wehren, weil die ist schon lange genug als keine lebende Person mehr. Und den Fridolin Fröhlich, da gehen wir mal davon aus, dass es das hier alles nicht gibt. Aber ja, das Thema Personenschutz DSGVO, super wichtiges Ding. Ja, da müsst ihr auch darauf achten, wer wann was sieht. Ja, also das hier sind alles reine Demo-Daten. So, das nächste ist Beziehung checken. Ja, also wie gehe ich zum Beispiel mit dem Thema Umfirmierung um? Also wir haben das immer wieder. Privatgesellschaft in GmbH, ja, und so weiter. Ist das überhaupt noch der richtige Datensatz? Wie gehe ich damit um? Gibt es vielleicht einen Kundenschutz, dass irgendein Händler nur mit der ABC GmbH irgendwas machen muss? Ja? Dafür haben wir hier die Beziehung und da kann man die Beziehung abbilden und da sieht man, ist jetzt nicht so wichtig, ah, der Herr Hauf ist der Administrator, der Dienstleister für die ABC GmbH. Warum man das jetzt auch immer weiß, das wisst ihr halt und wenn man es weiß, trägt man es ein. Ja.
Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Und da werden jetzt die Beziehungen abgebildet. Da schaut man einmal kurz drauf, dass man das macht. Ja. Ihr müsst halt immer gucken, wie ist der Workflow, gehört es dazu, gehört es nicht dazu. Jetzt aber, nachdem wir sozusagen die Hausarbeiten gemacht haben, geht es darum, hey, offene Rechnung, bevor ich mich jetzt um ein neues Service kümmere und noch mehr offene Rechnung habe, schaue ich mir erstmal an, was ist da los. Kann ja alles in Ordnung sein. Also gehe ich in die Finanzen rein und schaue mir mal ganz kurz die offenen Posten an. Also da hört es bei den meisten Unternehmern schon auf, aber Jungs, es ist super easy, weil das System macht alles für euch. Ne? Alles automatisch erzeugt worden. Alles, was ihr gemacht habt, ist eine Rechnung schreiben und die Zahlungseingänge zu verbuchen. Ne? Und dann seht ihr hier, sagt ihr, okay, da ist ein offener Posten. Ja? So, der ist fällig am 26.01.2021. Also da steht noch, welche Rechnung und so weiter, alles bla. So, jetzt muss man wissen, ist das jetzt überfällig oder nicht. Man sollte wissen, an welchem Tag die Dame anruft. Ja, also wisst ihr ja. So, und offen sind noch 197.02. Also ihr wisst sofort, was ist da los. So, jetzt geht ihr hin und sagt, ja, ist ja offener Posten und was ist denn das und wie kommt das zustande und bla. Also geht man als nächstes, der zweite wichtige Punkt ist die Analyse der Zahlung. Na, hatten wir schon alles. Ne? Also das System nimmt die Buchhaltung und analysiert aus der Buchhaltung heraus wieder eure Zahlung zurück. Also übersetzt das für normalen Menschen, dass man damit umgehen kann mit dem System, ihr müsst kein Buchhalter sein. Ja? So, also das sind jetzt die Zahlungen, die hier drin sind. Ja? Da seht ihr, okay, es gibt eine Teilzahlung vom 12.01. über 200 Euro. Das versteht jeder Mensch. Ja? Und es gibt eine Teilzahlung vom 26.01. Über 300 Euro. Und die Details seht ihr rechts daneben. Ja? So, da seht ihr oben, dass zum Beispiel das ist jetzt das blaue Ding, das sind jetzt die Details, zu dem der blau ist, das ist über die Bank gelaufen. Wenn ihr jetzt auf die 12.01. gehen würdet, würdet ihr sehen, das ist über die Kasse gelaufen. Das da drüben sind jetzt die Buchhaltungsinformationen. Ja? Also das System hat schon alles komplett dahinter, aber mit dem kann jeder, hoffe ich, umgehen. Also jetzt wisst ihr, okay, das waren die zwei Zahlungen, da ist das gemacht worden. Dann geht ihr hin und sagt, naja, ist ja schön, ja, aber was haben wir denn da überhaupt bekommen? Na gut, er hat die Werbeaktion auf den Tisch bekommen, also der steht bei denen raus, aber sie stellt die Frage, ja, habe ich ja nicht, sagen, tatsächlich, habe ich ja nie behalten. Was war das denn überhaupt? Ja, also gucken wir erstmal, was hat er denn bekommen? Ein Tisch und ein Stuhl und vier Stühle. Also das ist ein Tisch und dann die vier Stühle sieht man jetzt nicht, weil es mit dem Rot überdeckt ist. Also sie haben einen Tisch und vier Stühle. Aha. Und wann? Wann haben sie gekauft? Also ihr seht hier, was ihr habt, also wirklich die Artikel oder die Dienstleistung, die ihr bekommen habt. So, jetzt die Frage, wann hat er gekauft? Wir sind immer noch nicht in der Rechnung drin, wir sind in der Chronik drin. Ja? In der Chronik wird alles mitgeführt. Da sieht man auch alles, was ist. Also das war jetzt hier gerade die Mahnung, ja, und so weiter. Ja. So, also hier zum Beispiel in der Mahnung steht dann drin, dass die Mahnung von Theo Tüchtig am 3.2. haben sie auch die Mahnung bekommen. Also die Frage kommt ein bisschen später dann. So, so sieht das jetzt aus. Jetzt gehen wir in dieses Dokument rein. Jetzt könnten wir uns zu dieser Mahnung, könnten wir jetzt hier drauf gehen und könnten uns selbst noch das Mahndokument angucken, wenn sie sagt, hey, schicken Sie mir die Mahnung nochmal zu. Das ist jetzt der Weg, wie man dann zum Beispiel die Mahnung dann rausgibt. Ne? Im CRM, neben dem, dass über die Chronik läuft und die Dokumente aus der Chronik rausholt, ja, könnt ihr die auch direkt über die Dokumente machen. Ja? Also jetzt zum Beispiel, wenn sie sagt, nochmal die Rechnung, ja? Dann ist halt da die, könnt ihr die Rechnung machen. Das Wichtige ist, dass ihr den Dokumenten möglichst einen vernünftigen Namen gebt. Ja, dass man das besser lesen kann. Ja, also das für die Verständlichkeit. Also jedes Dokument, das ihr reinlegt, hat natürlich als Dokument selber einen Namen. Aber ihr könnt ihm nochmal intern eine eigene Bezeichnung geben, dass man das besser verstehen kann. So, also das sind die Dokumente, die da drin sind. So, ja, okay, da ist das. Aber Vertragsgegenstand ist ja die Rechnung. Na gut, da war noch Angebot und so weiter vorne weg, aber ist erstmal die Rechnung. Ja. Also gucken wir uns mal die Rechnung an und jetzt sehen wir, okay, das ist die Rechnung, 197 Euro sind offen. Hier sind die Details zu der Rechnung. Ja, ihr habt eben gesehen, wir können auch direkt in die Akte reinspringen. Also wir können aus dem CRM, das war eben das Live-Demo, das wir in der Cloud hatten, können wir jetzt rüber in die Akte springen. Und aber die Fragen beantwortet auch alle ziemlich viele Informationen und alle schon das, aber wie kommen Sie dann dazu, dass Sie uns eine Rechnung geschrieben haben?
Es sind alles Fragen, die kommen können. Ja? Wie kommt es dazu, dass Sie uns eine Rechnung geschrieben haben? Jetzt seid ihr schon so weit in diesem Webinar, ihr wisst es, hey, da muss es irgendwo ein Angebot geben oder ein Auftrag. Irgendwie ist das beauftragt worden. Ja, hier ist es über die Angebote gemacht, sagt das System. Das sind die Angebote. Ihr seht hier, das ist jetzt wirklich Kuller klein, diesen kleinen Kuller mit dem Strich ganz vorne bei dem ersten und dem dritten. Das heißt abgelehnt. Das haben wir schon auf die Liste aufgenommen, dass wir das mal ein bisschen besser machen. Das in der Mitte ist das, dass das angenommen wurde. Ja? So, das ist das Angebot dazu. Wie gesagt, da könnt ihr auch einfach rüberspringen. Ja? So, also alle möglichen Fragen, die man stellen kann, hat es vielleicht vorneweg. Ja? Wann kam der Kontakt? Gab es ein Lied dazu? Das, was wir vorhin hatten. Das ist jetzt hier. Doch, das ist ein neuer Lied. Ja? So, also da gab es irgendwie am 10.01. ist der Lead erzeugt worden. Das Angebot ist ja vom 12.01. das erste Angebot. Da ist also der Lead erzeugt worden. Das wurde mit dem Herrn Tüchtig, also bei uns hier intern gesprochen. Und hier ist jetzt ein Lead zu dem Lied der Haufe. Das ist jetzt ein anderer Lead. Da hat der Theo mit dem Herrn Haufe von der Firma Haufe gesprochen. Der wollte einen Tisch für einen Empfang haben, also der hat angerufen, wie sieht das aus, ja, das steht jetzt hier in diesem Lied drin, hat für den Empfang gemacht und dann geht man hin und sagt, okay, wie viel wird das werden? Ja, weiß man als Vertriebler, das ist so ein 700-Euro-Teil, da schreibt man jetzt nicht 697,02 rein, da schreibt man 700 Euro rein, ja, und dann schätzt man die Erfolgswahrscheinlichkeiten ab. Also ein Lead ist ja nicht etwas, was man umsetzt, wo an diesen Abschätzungen sagt man, kann man abschätzen, hey, was könnte da so an Potenzial reinkommen? Das ist ein Lead. Ja. So, und dann gibt es ja auch noch diese Vertriebserfolgsanalyse, das hatten wir auch schon, wo wir hinterher das dann ausgeführt wird, wo das mit protokolliert wird. Und so sieht das dann nach der Erfassung im CRM aus. Ja. Also ihr habt hier die Lead-Informationen, wo kam der her, der hat irgendwie online was bekommen und wollte jetzt hier irgendwie eine Produktberatung haben, ja? Wahrscheinlichkeit 50% und dann könnte man zudem, weil hier gibt es jetzt keine Vertriebserfolgsanalyse dazu, also heißt, es gibt noch keine Rechnung jetzt zu genau diesem Vorgang, dann wären hier noch die anderen Informationen aus der Vertriebserfolgsanalyse drin. Da sieht man, kann man im Nachhinein dann gucken, dass das hilft bei der Vertriebssteuerung, die Vertriebsprozesse zu optimieren. Das hilft, wenn ihr die Vertriebstrainings mit euren Mitarbeitern macht, dann zu schauen, zu gucken, wo sind die kritischen Bereiche und so weiter. Also dafür hat man dann diese Analysen. So, die Akte aus dem CRM öffnen hatten wir schon vorgemacht. Ja. So sieht das dann aus, wenn ihr zum Beispiel rüber geht, also wird ein neuer Bildschirm aufgemacht. Die Firma könnte ja nicht wechseln, weil die ist, also es ist ein Unterfenster, das da gemacht wurde, genau für diese Firma. Darum ist hier dieser rote Kringel drin, heißt das genau dieses geöffnete Fenster. So, das war jetzt, sind wir jetzt mal diesen Fall durchgegangen, haben die Fragen von der lieben Dora alles beantwortet und dann sagt sie, ja klar, kein Problem, schicken Sie mir nochmal die Mahnung zu, das hatten wir, dann kriegen Sie halt nochmal die Mahnung zugeschickt und dann schreibt man halt ins Angebot rein, Lieferung nach Ausgleich der offenen Rechnung, da würde man das jetzt nochmal ins Anschreiben mit reinpacken, also alles, was man da besprochen hat und würde ihr dann entsprechend ein Angebot schicken. Das mit den Angeboten ist unglaublich wichtig, also auch für den Vertrieb, für die Conversion, die ihr habt, dass die Conversion heißt, wenn ein Kunde ein Angebot hat, kauft er hinterher auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde kauft, steigt nachhaltig, wenn er von euch ein Angebot bekommen hat. Also trainiert das auch mit euren Mitarbeitern. So ein Angebot ist erstmal ein zusätzlicher Reminder, weil es ist, also ist erstmal ein zusätzlicher Kontaktpunkt. Es gibt die 7-Eleven-Regel. Also wir machen jetzt Mitte April haben wir den Kurs Online-Marketing. Da geht es um die 21 Regeln im 21. Jahrhundert. Es gibt die 7-Eleven-Regel, die verkaufen im 21. Also eine dieser Regeln ist 7-Eleven. Da geht es um die Kontaktpunkte. Wie kann ich Kontaktpunkte erzeugen? So ein Angebot erzeugt, wenn man es richtig macht, mehrere Kontaktpunkte. Also arbeitet, wenn ihr könnt, mit so einem Angebot. Ja, also sorgt bei euch einfach für mehr Umsatz.